begrüße euch ganz herzlich. Wir sind heute ein bisschen spazieren. Wir sind bei uns hinter dem Haus. Ist so ein Weg so in die Weinberge, wie ihr sehen könnt, lauter Weinreben. Und ja, wir spazieren hier ein bisschen. Gesamte Family mit den Hunden. Die Luisa ist hier. Luisa! Luisa schmeißt gerade mit Steine. Komm, gehen wir weiter. Wir spazieren dann nämlich. Yes, Papa! No, Papa! No, Papa! Ha, ha, ha! Auf jeden Fall spazieren wir da zu einer schönen Bank, sitzen uns ein bisschen hin. Papa, wie lange spazieren wir jetzt schon? Nein, wie lange wir schon spazieren? Hallo? Eine Stunde. Die Luisa geht nicht. Komm, Johnny. Johnny. Papa. Eating sugar. Open your mouth. Ich habe, glaube ich, irgendwas vergessen. Was ist denn, Lara? Bitte? Du hast Lust, runterzugehen. Unsere Kinder spazieren für die zwei Kleinen. Wir hätten den Kinderwagen mitnehmen müssen. Luisa hat so überhaupt keinen Bock zu gehen. Ich auch nicht. Du auch nicht? Weiter geht's. Lara, geh bitte auch weiter, damit die Luisa auch motiviert ist, weiterzugehen. Lara, komm, schnell. Wer erster beim Papa ist, ich werde gewinnen. Luisa, schnell, geh mal zum Papa. Gut, Luisa hat dieses Wettbewerbsgefühl noch nicht so hin. Luisa, geh mal schnell zum Papa. Auf die Plätze, fertig, los. Schnell. Ah, niam, 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 niam. Papa, Hilfe. Papa, Hilfe. Am, niam, 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 niam. Michel? Oh. Konnte Papa Hobby? Ja. Komm, Lara, schnell. Was ist mit Emmy? Sie will nicht mehr gehen. Emmy! Die ganzen Babys sind faul, ha? Hey Emmy, kleiner Schlaf, Mauli. Oh, bist du müde? Na komm, geh weiter. Ich bin auch schon so müde. Da vorne ist eine Bank. Siehst du, das ist ein Jäckchen, Hauptbeste. Dahin müssen wir gehen, aber wir müssen durch so gehen. Guck mal, Luisa, das ist so ein Salzstein für die Rehe. Da drinnen, schau mal. Holz reingeklemmt. Siehst du das? Wer hat das gemacht? Der Jäger wahrscheinlich. Darf man da aufmachen? Nein, das darf, fassen wir jetzt nicht an. Warum denn? Das ist für die Rehe, damit sie das lecken. Und auch beißen? Ich weiß nicht, ob sie das auch beißen. Vielleicht knabbern sie dran. Ist das Blut? Nein, das ist Salz. Gehen wir weiter? Ich meinte das Rote. Ja, das ist Salz. Wow. Leider ist unsere Bank besetzt. Seht ihr das Auto? Die haben sich da hingeparkt. Und wir waren eigentlich vorher da. Die haben uns aber kurz zur Zeit sich dann überholt. Und dann haben sie sich auf unsere Bank gesetzt. Also es ist nicht unsere Bank. Fahren die weg? Fahren die jetzt weg? Achso, wahrscheinlich, weil wir jetzt weg sind, holen sie jetzt den Hund raus. Aber wir waren so ernst. Was ist denn? Schmetterling? Was ist denn Schmetterling? Glaubst du, dass sich gerade entpuppt? Und trocknet er jetzt gerade seine Flügel? Wow. Komm, zeig mir. Mama, das ist ja ein Fugger. Fugger? Schmetterling ist das. Das ist keine Fugger. Bei La Luisa ist alles Fugger. Alles, was fliegt. Luisa! Vögel, Käfer. Luisa ist nicht gut. Gehen wir weiter? Gehen wir jetzt runter nach Hause oder was tun wir? Suchen wir eine neue Bank? Nein, Papa! Ja, komm, du. Ich kann nicht mehr, gell? Ist hier jemand faul? Ja. Ich habe das Bauchschmerzen. Luisa, die Lara weint jetzt.
Schatzi, Papa, schaffe ich den? Die Lara kann nicht mehr. Kannst du sie ein bisschen Hoppi tragen? Ist da noch eine Bank? Magst du Huckepack? Bei mir? Na komm. Helle, was denn? Helle, was du musst an jedes Kind. Macht die Luisa auch? Ja, jetzt zeigst du dem Papa, wie du das machst. Sag mal, Luisa, wie macht die Luisa das? Ja, wirklich gut. Helle waschen, Helle waschen. Papa macht das was an. Sophie muss auch Helle, Hände waschen. Helle, ja, Sophie. Sie macht das Foto von Sophie? Natürlich nicht. Alles in jetzt hier im Badezimmer, natürlich. Luisa, Lara. Lara. Wir haben sogar, das habe ich eigentlich durch Zufall gekauft, Hygieneseife. Alles was mit Lavendel ist, ist mit Hygiene oder was? Weil ich habe genau von Frosch diesen Hygienereiniger. Alles tut fein. Ja, Baby. Hola. Wir haben uns eine Pizza bestellt und ich warte schon sehnsüchtig darauf. Nämlich den größten Hunger meines Lebens. Wir waren halt ein bisschen zu faul zum Kochen. Wir waren 2 Stunden spazieren. Also das ist für uns, für meine Verhältnisse schon viel oder lang. Die Luisa ist eingeschlafen und der Patrick installiert gerade die Disney Plus App. Oder besser gesagt, hat schon. Wir suchen gerade was aus. Disney Plus ist wirklich cool. Also da gibt es mega coole Filme, mega coole Kinderfilme, Eiskönigin, dies, das und Vaiana und alle möglichen Lieblingsfilme von den Kindern. Deswegen suchen wir uns jetzt einen schönen Film aus. Papa, der ist da. Okay. Pizza ist da. Und? Der riecht nach. Hast du ihr gutes Trinkgeld gegeben? Ja, 20 Cent. Nein. 2 Euro. Ist okay, oder? Das ist 10% von der Bestellung. Sicher. Komm schon, Mama, Hunger haben. Hunger, Hunger, Hunger. Mh, der Duft ist lecker. Sollen wir die Luisa aufwecken, oder? Kann man schon, ja. Soll ich eine Pizza vor die Nase halten? Lass mal für später, wenn sie aufwecken. Aufwacht. Dein Handy liegt am Boden. Und wo ist meine? Das ist deine Seite. Das ist deine. Ja, ist bei mir mit dir. Ja, bei Papa, bei dir, bei mir. Machst du bei mir? Bei mir ist das Fisch drüber. Machst du Olive, Schatzi? Machst du auch Olive? Ja. Machst du nur mit Salami? Schatz, du kannst das essen. So, wir haben uns jetzt für den Film Oben entschieden. Kennt ihr den? Der ist mit diesen mega vielen Luftballons. Den haben wir uns mal im Kino angeschaut, oder? Mhm. Da war der Patrick noch ein Baby. Die Michelle war da noch gar nicht. Aber da kann ich mich mehr mal erinnern. Du kannst dich erinnern? Nicht erinnern. Machst du, Patrick? So, ich habe noch gar nicht angefangen. Da bist du Salzfett. Verholt. Und du sagst, ich Emmy. Ja, was? Was hast du denn? Hast du der Emmy was gegeben, Michael? Ich habe ihr einen Rand gegeben. Einen Rand? Oh. Hey, der Pief ist auch da. Zutiefst gedemütigt schwört man zu den Paradiesfällen zurückzukehren und die Bestie zu fangen. Und zwar lebend. Ich schwöre, die Bestie zu fangen. Und zwar lebend. Und eher werde ich nicht zurückkehren. Die Pizza ist aufgefuttert, der Film ist fertig und wir lieben Disney Plus. Ich bin auch fertig. Der Papa ist auch müde. Die Luisa ist auch schon wach. Schon länger. Die Luisa versucht den Papa gerade übrigens zu überreden. Sie will nämlich noch mal raus. Schaukeln. Es ist stockdunkel. Oh, Uta, schau, wie sie sich auf dich pusht. Aber jetzt in die Nacht auf. Was soll ich tun, wenn sie gut hat? Warte mal, die. Nee, nicht hauen. Die Socken sind hier. Papa. Hast du gesehen? Was? Sie hat die Lara voll fest gehabt. Nein, ich hab die Lara gemacht. Schauspielerin. Oh. Gehst du nicht auch raus? No.
Bleibst du mit mir? Und schauen wir uns was an. Was magst du schauen? Wer sagt das, die Luisa? Schau, au, schauen wir König der Löwen? König der Löwen? Ja. Wow, ja, die Erdmännchen. Der Papa ist tatsächlich rausgegangen jetzt. Noch ein bisschen schaukeln mit Luisa. Die Luisa mag das total gerne. Der Patrick hat sie übrigens ans Abendschaukeln gewöhnt, oder? Du bist der, der die ganze... Was denn? Boah, der Fernseher ist aber laut. Na gut, wir schauen weiter unseren Film. So, meine Lieben, ich bin jetzt im Badezimmer, wie ihr sehen könnt. Ich muss mich jetzt nämlich abschminken. Ich möchte mich gerne abschminken. Wir gucken gerade noch König der Löwen, der ist wirklich ganz süß. Den haben wir damals nicht im Kino gesehen. Ich meine, ich kenne die Geschichte aus meiner Kindheit noch. Aber ich finde, das ist richtig süß gemacht mit dieser Animation. Und ja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal abschminken. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das gerade aktuell mega cool mit den Lashes und überlege gerade, ob ich mir wirklich überhaupt noch Wimpern machen soll. Wenn ich Bock habe, ein bisschen hübscher geschminkt zu sein, dann picke ich mir halt die da drauf. Ich habe eh mehrere davon. Gott sei Dank. Da habe ich hier noch, oder die habe ich bei Amazon bestellt. Kann ich euch gerne verlinken. Hat nur 10 Euro gekostet. Ja, bitteschön. Alles klar. Ja, schmeißt es da rein. Ja, mein Knie tut auch ziemlich stark weh. Mein linkes Knie. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wisst, ob ich das überhaupt jemals auf YouTube erzählt habe. Vielleicht, wenn Jahre später oder keine Ahnung. Ich hatte mal eine Knieverletzung als Teenager und habe immer wieder mit diesem Knie Probleme. Ich war, keine Ahnung, schon krank im Krankenhaus und ich habe zu lange Sehnen. Also die müssten eigentlich... Also ich müsste eigentlich am Knie operiert werden. Die Sehnen geschnitten, zusammengeflickt, also quasi verkürzt. Und es tut gerade aktuell so weh. Und ich frage mich, wird man aktuell operiert für sowas? Wahrscheinlich nicht, oder? Ist wahrscheinlich die blödeste Zeit ever. Aber es sind gerade echt harte Schmerzen. Also es ist aushaltbar. Ich habe nur Angst, dass es schlimmer wird. Weil wenn es schlimmer wird, dann das ist nicht lustig. Mein Knie... Also die Kniekehle, die Sehnen halten das da auch drinnen und bei mir ist eine halt überdehnt oder beide. Und das heißt, es schwappt immer von ein bisschen so raus und das macht mir ein bisschen Angst, weil es ist halt ein ungutes Gefühl, wenn das Knie auf einmal so wegrutscht, da kann ich auch hinfallen und so. Ja, und ich habe mich all die Jahre nicht operieren lassen, weil ich halt immer ein kleines Kind zu Hause hatte mit Clara und Luisa, das ging ja quasi fortlaufend. Ja, ich weiß nicht, ich muss mal anrufen, vielleicht rufe ich am Montag bei einem Orthopäden an, eine Operation, nur zu fragen, was ich machen kann in dieser jetzigen Situation. Ja, ich habe so einen Strumpf, so einen, wie heißt denn das? Ja, so einen von so einem Fachgeschäft, die quasi mein Knie da richtig gut drin halten. Falls es wirklich ganz schlimm werden sollte, habe ich da... das zu Hause. Na gut, mein Lieben, ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal schnell abschminken. Ja, und wir sehen uns dann. Bis morgen. Tschüss.